So, dann können wir hier zurückziehen. Und dann müssen wir nach vorne rennen. Und hier den Hebel ziehen. Schnell, 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 schnell. So. Und dann können wir hier aufmachen. Schnell, 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 schnell. Und rausrollen. So, damit wir nicht zerquetscht werden. So wie diese arme Seele. Völlig blutfrei wurde der zerquetscht. Ah, weh. Ah, weh. Nur ich bin übrig. Ich weiß nun, dass ich die Mäuren nicht erreichen werde. Das war der Typ von eben. Der Typ von eben, der sagte, haha, ich klau dir den Aufzugknopf. So, meine Fresse. Alter. Geh weg, ich will nicht versteinert werden, weil du tötest mich instant, da bin ich mir ziemlich sicher, mit diesem Angriff nämlich. So, Moment, weißt du was? Wir gehen jetzt hier auf Titanenzorn, weil du mir ein bisschen seltsamer Gegner bist. Ich komme mit dir nicht wirklich klar. Oh, ah, Mist, ich dachte, da konnte man sie jetzt irgendwie greifen, weil sie so komisch... Ne, jetzt kann man sie greifen, oder? Glaube ich zumindest. Ah, Mist, falscher Angriff. Da, das wollen wir machen. Ah, kann ich das blocken? Nee, kann ich nicht. Na schön. Aber wir können... Ah. Okay, das ist ein Area of Effect über die ganze Arena. Deshalb würde das einen töten, egal wo man steht. Weil man da auf jeden Fall versteinert wird von diesem Angriff. Oh. Sehr gut. Das konnte man also blocken. Ich glaube, man sollte es unterlassen zu springen. Weil dann wird man in der Luft versteinert. Und dann fällt man runter und dann ist man auf jeden Fall tot. Ah, Mann. Okay, man kann es aber alles abblocken. Man kann es alles abblocken. Da, frisst das. Oh yeah. Boah, sehr schön. Und nochmal schön die Säule hinterher. Gut, nimm das. Ich glaube, das ist tatsächlich stärker, wenn wir sie so angreifen, als wenn wir hier die Pfeil und Bogen benutzen. So, da kommt die Wand abgeblockt. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Wirklich, ich mag das. Ich mag das sehr, dieses Abblocken. So, stirb, stirb. Moment, ich muss sie erstmal da hochklettern lassen, damit sie ihren Move machen kann. Der Kampf ist ja fast vorbei. Oh nein, nicht den Move. Dann bist du irre. Geh jetzt da wieder nach oben. Ab mit dir. So, und jetzt, jawohl, das wollten wir. So, jetzt hast du keine Säulen mehr, um dich zu verstecken. Wie gefällt dir das? Nicht sonderlich gut, wie es aussieht. Okay, dann nimm doch noch mal ein bisschen Zorn der Titanen. Jawohl. Ja, komm schon, verdammt. Lass mich greifen. Sie haben Aureales Kopf erhalten. Verdammt nochmal. Das war eine krasse Enthauptung. L2 halten, Aureales Kopf aktivieren, zur Auswahl nach oben drücken. Erst L2, dann Quadrat halten, um den Feind mit dem Gorgonenblick zu belegen. Opfern Sie den Mäuren 5 Feinde. Versteinern Sie Feinde mit Gorgonenblick und zertrümmern Sie dann. Okay. Ja, ich hab's doch beim ersten Mal schon verstanden. Was soll das? So, versteinern, versteinern. Und kaputt hauen. Wir müssen den Mäuren welche opfern. Die Mäuren sind halt wieder die Schicksalsgöttinnen. Wir dürfen jetzt nichts verdrehen, ne? Also den Gorgonen oder so opfern wir jetzt niemanden. Wir opfern die den Mäuren. Ob das den Mäuren nicht furzegal ist? Wer weiß, darüber lässt sich wieder debattieren. Ich glaube, den Mäuren ist es scheißegal, ob wir ihn irgendwen opfern oder nicht. Aber das ist auch wieder so ein Zauber. Kann man benutzen, aber ich mag ihn nicht so. Also ich werde den auch nicht upgraden, genauso wenig wie die Zweitwaffen. So, da muss doch noch einer spawnen, will ich doch meinen. Ich habe die anderen immer aus Versehen getötet, einfach nur, weil sie in der Gegend waren. So, nimm dies! Zermalmend! Na schön. Das ist also auch abgeschlossen. Dann können wir jetzt wieder schön auf den Blitz gehen, damit wir im Kampf
etwas Vernünftiges machen können. Und dann wollen wir noch mal sehen, wo wir da jetzt rauskommen. Denn das sieht mir doch schwer nach Aufzug aus. Ah nein, ich weiß, was das ist. Das ist eine ziemlich schwere Rätselpassage. So, das sage ich jetzt einfach, wie es ist. Man muss nämlich erst einmal verstehen, was man machen muss, und dann muss man es schaffen. Und das beides miteinander zu vereinen, ist echt knifflig. Wir drehen einfach mal hier an dem Hebel und gucken, was passiert. So, bleibt da oben, und dann ist da so ein Ding, und da, das heißt, wir können uns da mit unserer Klinge ranhängen. Aber nicht von hier, wir sind zu weit unten. So, was passiert, wenn wir an dem Hebel hier ziehen? Gucken wir mal. Wir müssen einfach mal überall dran ziehen und gucken, was passiert. So, damit geht da unten das Tor im Wasser auf. Aber es geht sofort wieder zu. Aber kein Problem, wir können die Zeit anhalten. Ich sage jetzt einfach mal anhalten, obwohl es eigentlich eher verlangsamen ist. Aber da muss ich jedes Mal immer so oft nachdenken. So, wir können sie anhalten. Gut, haben wir gemacht. Wir haben hier noch einen Hebel. Was passiert, wenn wir den ziehen? Dann geht das Tor auf, aus dem wir gekommen sind, ja? Okay, damit kommen wir also wieder zurück. Ist erst einmal nicht wichtig für uns. Was passiert, wenn wir an dem Hebel ziehen? Weiß ich jetzt auch nicht, da geht wahrscheinlich das Tor auf hier. Jawohl. Okay, aber da wollen wir erstmal noch nicht hin. Wir wollen uns erstmal hier oberirdisch umgucken. Was gibt es hier zu sehen? Hier gibt es auch wieder den Hebel. Auch wieder die Kurbel, mit der wir das wieder hochdrehen können und am Endeffekt wieder etwas bekommen, wo wir uns festhalten können. Das ist wichtig, denn aktuell navigieren wir unter dem Wasser, wie ihr ja vielleicht gemerkt habt. Und wir wollen aber, wenn es daran geht, diesen Bereich zu verlassen, wollen wir oberhalb des Wassers navigieren. Und dafür müssen wir uns von einem Bereich zum nächsten rüberschwingen. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier rüberkommen, bevor die Tür wieder zugeht. Und das können wir eigentlich am besten mit dem RAM-Angriff. So, ansonsten schafft man es gar nicht von der Zeit. Okay. Da können wir uns, glaube ich, auch reinrammen. Das wird wahrscheinlich ein Bonusraum sein oder sowas. Nein, das ist kein Bonusraum. Das ist der nächste Raum. Okay. Dann bleiben wir erstmal in dem hier, in dem dritten. Und gucken, ob wir hier auch wieder etwas hochkurbeln können. Können wir. Können da wunderbar aus hochkurbeln. Und da ist eine Tür auf der linken Seite. Vielleicht hatten die anderen Räume auch Türen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber die fällt auf irgendwie. Oder die ist mir jetzt aufgefallen. Ja, man kann sie kaputt machen. Großartig. Und da ist Loot drin. Sehr schön. Also ich glaube nicht, dass die anderen Räume... Jawohl, Gorgonenaugen. Ah, Gesundheitsanzeige erhöht, Opfer angenommen. Sehr schön. Mehr Gesundheit für Kratos. Gut. Wir sind jetzt da durchgeprescht und sind jetzt im vierten Raum drin. Man hätte sich jetzt natürlich auch die Farben merken können. Es sind immer unterschiedliche farbige Kristalle hier, damit man sich merken kann, wo man sich gerade befindet. Darum geht es, glaube ich, hauptsächlich. So wie Rot, Gelb, Grün und Lila oder irgendwie sowas. Oder Blau, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall verschiedene Farben, damit man sich merken kann, okay, hier bin ich jetzt gerade und hier war ich noch nicht, zum Beispiel. Was passiert, wenn wir an dem Hebel ziehen? Dann geht da oben das Tor auf. Da wollen wir durch. Das ist das eigentliche Ziel unserer Reise. Aber nach einer gewissen Zeit geht das, glaube ich, wieder zu. So. Jetzt ignorieren wir mal einfach den Zeitdruck und gucken uns hier um. Da ist ein Zeitanhalter. Oder ein Zeitverlangsamerer. Und wenn wir hier das Ding hochkurbeln, dann bleibt es, glaube ich, nicht oben. Ich glaube, das fährt wieder runter. Genau, das fährt wieder runter. Also wir müssen definitiv die Zeit anhalten. Nicht nur, weil das Tor, was wir eben aufgemacht haben, wieder zugeht. Nein, das geht nicht wieder zu. Wir müssen nur die Zeit anhalten, weil das Ding runterfährt. Das Tor geht gar nicht wieder zu. Das habe ich falsch in Erinnerung. Ah, verdammt! Das ist großartig. Man muss wirklich genau hingucken, um zu sehen, was passiert. Aber Kratos macht praktisch
macht praktisch seine Klinge über Kreuz, was man überhaupt nicht sieht, wo das passiert. Ach doch, natürlich. Natürlich, es macht ja Sinn. Also seine Ketten sind über Kreuz, weil er eben die Klingen praktisch in die Schultern rammt von vorne und dann über ihn rüberspringt. Dadurch sind die Ketten über Kreuz. Und wenn der Kopf in der richtigen Position ist, muss er dann eigentlich nur noch sich fallen lassen und er wird enthauptet. Eine sehr coole Bewegung, wie ich finde. Ich habe jetzt die Explosion schon mehrere Male vergessen. Von den blöden Mistviechern da. Ah, vor ein paar Episoden habe ich sie noch gelobt, wie cool ich das finde. Und der Typ hier übrigens, der verliert mit jedem Schlag ein bisschen an Rüstung. Das würde funktionieren mit genug Kraft. Einfach nur die Ketten spannen und dann wird er enthauptet. Da verliert er sein Schild, da ist noch was weggefallen, da ist noch ein bisschen mehr Rüstung weg und da ist er auch schon tot. Die sind nicht so schwer zu besiegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf leicht spiele. Ich weiß nicht, ich bin ein schlechter Gamer. So. Jetzt werden wir mal das Ding hier hochkurbeln und sobald es oben angekommen ist, werden wir die Zeit anhalten. Und sobald wir an dem ersten Haken dranhängen, wird die Zeit automatisch wieder weiterlaufen. Okay. Zack. Jetzt gucken wir mal, ob wir das schaffen. So. Wir müssen hier rum. Und die Treppe hoch. Die Leiter hoch. Und da müssen wir den Knopf drücken. Okay, müssen wir eigentlich nicht. Dadurch können wir nur wieder hoch, wenn wir runterfallen. Und hier hätten wir nochmal die Zeit anhalten können. Okay. Also wir gehen nochmal runter, weil wir das jetzt nicht so gut gelöst haben. Und werden das Ding wieder hochschrauben hier. Wir können also, sobald wir oben angekommen sind, die Zeit erneut anhalten. Das ist so ein schöner Reset-Punkt, damit man sagen kann, okay, ab jetzt. Und ich habe mich geirrt, sobald wir da dranhängen, wird nicht die Zeit wieder losgehen. Das stimmt tatsächlich nicht. So. Und nochmal. So, und jetzt können wir hier rumschwingen. Und da rumschwingen. Und da rumschwingen. Und da rumschwingen. Und da rumschwingen. Und jetzt gehen wir hier nach rechts, weil da ist ein Bonus. Geil. Also ich habe das gar nicht gemerkt, dass wir Phönixfeder. 6 Phönixfeder halten Magie an, sei erhöht, Opfer angenommen. Sehr cool. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass wir an dem Kaputten rumgeschwungen sind. Aber irgendwo muss einer gewesen sein, der abgebrochen ist. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Fakt ist, wir haben es geschafft. Und es ist schwierig zu sehen, was das Spiel überhaupt von einem will. Es ist wirklich ein schwerer Bereich. Es wird nicht so gut erklärt, was man tun soll. So, was ist das denn hier? Das ist irgendwie eine Tür von Hades oder sowas. Sieht aus, als wäre Hades drauf. Oder vielleicht ist da irgendwo ein Ziegenkopf oder ein Minotauruskopf. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man da durchpreschen kann. Kann man nicht. Bisschen schade. So. Aufzug? Aufzug. Ab nach oben. Aufzüge können echt stressig sein. Aber das ist, glaube ich, keiner von den stressigen Aufzügen. Vielleicht irre ich mich auch. Ich glaube, ich irre mich. Man fährt hier nach oben. Und ich glaube, hier passiert irgendwas Seltsames. Die Aufzüge in God of War sind oft irgendwelche Zeitaufgaben. Man muss hier jedenfalls die Gegner relativ schnell besiegen, weil, wenn man es nicht schnell genug macht, passiert das. Und man wird an der Decke zerquetscht. Wenn jetzt noch Gegner da wären, hätte Kratos keine Zeit, um das zu tun. Den Fahrstuhl aufzuhalten und wieder runterzustoßen. Und wenn man ihn runterstößt, dann geht die Tür ein kleines bisschen weiter auf. So. Das heißt, wir müssen den Fahrstuhl mehrere Male runterstoßen, damit die Tür sich komplett öffnet und Kratos durchpasst. Das können wir aber nur machen, wenn die Gegner besiegt sind, sobald wir oben ankommen. Ich meine, es sind nur 2 kleine Hunde. Verdammt nochmal, warum bleibt denn das Spiel immer wieder hängen? Gerade an dieser Stelle sehr, sehr ungünstig, wenn das Spiel hängt. Können wir schon durch? Nee, noch nicht. Aber mit der nächsten Öffnung können wir durch. Da sollte man sich jetzt nicht verrückt machen und es immer wieder probieren. Und, oh, vielleicht bin ich nicht richtig reingesprungen. Wenn man durchpasst, dann merkt man das schon. Das ist eigentlich kein allzu großes Problem.
Aber ich finde, es ist so stressig hier. Meine Fresse. So, man kommt durch und jetzt gucken wir die Hunde da. Es hat erst angehalten und das letzte Stück fährt er denn ein bisschen schneller hoch. Das ist fast wie eine Falle in Saw oder sowas, wo das sich erstmal langsam bewegt und das letzte Stück, was den denn umbringt, das bewegt sich dann ein bisschen schneller. Ich glaube, hier dürfen wir gar nicht runterfallen, sonst sterben wir, aber die Balken sind sehr breit, also kein Problem. Doch Gott, was sollte das denn gerade? Also kannst du nicht einfach so plötzlich wieder so schnell laufen, was soll das? Das passiert immer, wenn er erst in diesem Schleichmodus ist, weil er irgendwo rumbalanciert. Und dann ist er plötzlich nicht mehr im Schleichmodus und balanciert nicht mehr rum. Und dann ist auf einmal sehr schnell wieder. So, genau, R1 loslassen. Wunderbar, hat doch gut funktioniert. Da ist wieder ein Steinbrocken. Ich denke mal, das wird wieder so ein Steinminotaurus sein. Großartig. Hat sich diesmal besser versteckt. Meine Fresse, ey. Chill doch mal, Junge. Hier, nimm ein bisschen Titanzorn zum Abkühlen. Alter, der Titanzorn ist so übertrieben, Mann. Ja, nimm das. Verdammt, stirb. Der explodiert richtig. Der stirbt nicht einfach nur, der explodiert. Der explodiert vor lauter Krafteinfluss. Sozusagen. Okay, meine lieben Zuschauer, das war es jetzt erstmal von God of War. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.